Mittelrhein-Pokal, Halbfinale der Bonner SC gegen den FC Viktoria Köln. Wenn man so will, die Neuauflage des Finales von 2015. Und Stichwort Finale, das war auch in diesem Jahr wieder das Ziel beider Mannschaften. Die Viktoria in den schwarzen Trikots, der frisch gebackene Meister der Regionalliga West, angereist mit dem Monster-Selbstvertrauen von 11 Siegen aus den vergangenen 12 Spielen. Aber es waren die Hausherren, die sich vom Start weg im Pokalmodus präsentierten. Marcel Kaiser, erster Abschluss nach 18 Minuten. Daniel Zilken, der Trainer der Bonner, versprach im Vorfeld einen heißen Pokalfight und der BSC war gewillt, das Geforderte umzusetzen. Die Flanke von Kaiser und Musculus, Bonns Top-Torjäger mit der besten Chance in Halbzeit 1. Daumen hoch für den Vorlagengeber. Es lief beim Bonner SC. Die Hausherren hatten das Spiel bis dato komplett im Griff. Die Viktoria präsentierte sich überraschend uninspiriert, hatte überhaupt keine zwingenden Aktionen. Dieser verunglückte Schuss von Mike Wunderlich, noch das Beste, was die Kölner im ersten Abschnitt zu bieten hatten. Das änderte sich aber im zweiten Durchgang. Die Viktoria kam mit Volldampf aus der Kabine, schaltete 2-3 Gänge nach oben und siehe da, der BSC kam in Bedrängnis. Michel einmal, Michel zweimal und dann Andreas Dick, der Kapitän, köpft das Leder von der Linie. Beide Mannschaften jetzt mit offenem Visier. Auch der BSC blieb gefährlich, vor allem nach Standards. Gewusel und dann das Tor für die Hausherren. Der Bonner SC jubelt, Daniel Somua jubelt 1:0 nach 59 Minuten. Aber ging da alles mit rechten Dingen zu. Die Viktoria beschwerte sich vehement beim Schiedsrichtergespann, will ein Handspiel gesehen haben und wir schauen nochmal drauf. Der Zweikampf in der Mitte, Weber gegen Lanius. Der Bonner geht zu Boden, bekommt dabei den Ball an die Hand. Die Frage ist, ob irregulär, ganz schwer zu entscheiden für Schiedsrichter Stegemann. Letztendlich gab er den Treffer. Und der Bonner SC wollte jetzt mehr. In der Liga hatte man im November noch mit 0:5 gegen die Viktoria verloren. Die höchste Saisonniederlage. Jetzt wollte man die Entscheidung. Musculus, nochmal Musculus. Und der Nachschuss von Fellinger über den Kasten. Der BSC ließ beste Chancen ungenutzt. Und die Viktoria in dieser Phase einfach nicht mit dem nötigen Fokus. Wir springen in die 73. Minute. Ganz bittere Szene für die Viktoria, aber vor allem für Sascha Eichmeier, der sich hier ganz schwer verletzt. Erste Diagnose, Achillessehnenriss, mega bitter. Vor allem auch im Hinblick auf die anstehenden Aufstiegsspiele in die dritte Liga. Es dauerte über 10 Minuten, bis Eichmeier mit einer Trage vom Platz gebracht werden konnte. Gute Besserung an den Linksverteidiger von dieser Stelle. Schlussphase. Die Viktoria bäumte sich nochmal auf. Antwerpen wechselte offensiv, brachte qualitativ alles, was die Bank hergab. Aber es fehlten einfach die zwingenden Chancen. Und zudem machte es der Gegner an diesem Abend richtig gut. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Krempicki nutzt den Raum und macht den Deckel drauf. 2:0. Connor Krempicki, der ehemalige Viktorianer, schießt den Bonner SC ins Finale. Der Jubel kannte im Anschluss keine Grenzen. Der ganze Sportpark Nord stand Kopf. Für Trainer Daniel Zilken gab es das Finalküsschen von der Gattin. Und für die Fans gab es die Laola mit der Mannschaft. Verdient im Finale, verdient! Ja!